Hohes Haus, ich möchte gerne beginnen mit Paragraph 2 der Verfassung. Hier steht geschrieben, die Republik Österreich bekennt sich zum Tierschutz. Wir haben hier schon unterschiedliche Ansätze gesehen, was widerspiegelt, dass Tierschutz offensichtlich auch ein bisschen Betrachtungsansätze hat. Dass man hier einfach immer wieder unterschiedliche Ansätze sieht. Der eine sieht es eher von Tierhaltersicht, vor allem bei Nutztieren. Der andere sieht es natürlich emotional. Viele haben Katzen, Hunde zu Hause. Also ich gestehe ein nicht nur Kopfthema, sondern ein sehr, sehr großes emotionales Thema. Und hier ist allen recht gemacht, ist eine Kunst, die wahrscheinlich keiner kann. Ja? Ich möchte aber trotzdem zu bedenken geben, dass wir als Menschen Tieren zwar übergeordnet sind, aber es leider auch teilweise im Gesetz juristisch betrachtet so ist, dass Tiere nach wie vor als Sache gehandelt werden. Nichtsdestotrotz haben wir die Verpflichtung, sie als Mitgeschöpfe zu respektieren und keinesfalls grausam ihnen gegenüber zu sein. Wir müssen Tieren vor jedem unnötigen Leid bewahren. Da komme ich jetzt wieder zurück, dass das ein Spagat ist. Dessen sind wir uns alle bewusst. Ich weiß, in vielen Clubs wurde hier sehr emotional diskutiert. Ich möchte nur eines in den Raum stellen. Jetzt hat man hier mit diesem Abänderungsantrag einfach den Gegenwind versucht, ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen. 650 Stellungnahmen sind eingetroffen. In wenigen Tagen wurden 30.000 Unterschriften eingesammelt, die einfach zeigen, dass die Tiere sowohl eine sehr starke Lobby hinter sich haben. Ich möchte an dieser Stelle wirklich noch einmal dazu fügen, dass man hier natürlich immer wieder Graubereiche haben muss. Und das, was mir persönlich fernsteht, ist, irgendeinen Bauern jetzt irgendwie seine Existenz zu nehmen. Ja? Nichtsdestotrotz sehen wir es doch als Nische, die wir als Österreicher, die auch unsere österreichischen Bauern nutzen können. Wir waren im Tierschutz hier nicht lange Vorreiter, von dem sind wir schon lang entfernt. Und auch dieser Abänderungsantrag, wo man versucht, hier ein bisschen gegen zu steuern, ist zwar an der Oberfläche irrsinnig schön, aber wenn man es genauer liest, ist es einfach leider nach wie vor sehr, sehr schwammig und irrsinnig viele Schlupflöcher sind hier. Ich möchte als Beispiel zum Beispiel die Katzenkastration näher betrachten. Man muss sich vorstellen, ein Katzenpaar kann zweimal im Jahr Nachwuchs bekommen. Ja? Jetzt rechnet man pro Wurf in etwa 3 Katzen, die dann auch tatsächlich überleben. Ja. Rechnet man das auf 10 Jahre hoch, sind das 80 Millionen Katzen. Und hier muss einfach was getan werden. Die sterben, verhungern, wirklich mühsam im Winter. Jeder Bauer soll seine Katze, die er lieb hat, auch wirklich haben. Ja. Aber das, was leider hier teilweise frei herumläuft, das ist Tierquälerei, das kann man nicht schönreden. Es tut mir leid, das kann man nicht schönreden. Jetzt hat man hier eine Lösung gefunden. Und zwar heißt es jetzt, in der neuen Verordnung jetzt, ist es so, dass diese Kastrationspflicht, die ohne dies in der Praxis nicht wirklich geklappt hat, weil jeder hat natürlich gesagt, das ist jetzt nicht meine Katze, also muss ich sie auch nicht kastrieren. Ja? Das heißt, man hat jetzt die Lösung gefunden, dass man die Bauernhofkatzen chippt. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, für mich ist ein Chip keine Verhütungsmittel. Ja? Und wenn die Katzen gechippt sind, dann dürfen sie raus und die Streunerkatzen darf man kastrieren. Das ist in der Praxis derartig schwammig. Warum schaffen wir es hier nicht, klare Regeln, die allen Seiten helfen? Den Bauern genauso wie den Tieren. Ich verstehe es nicht. Es tut mir wirklich leid. Das ist inakzeptabel. Da gibt es viele, Vorredner haben das schon angesprochen, sehr, sehr viele, sehr, sehr schwammige Begriffe, zum Beispiel beim Qualzuchtverbot. Da gibt es solche Aufweichungen und auch
ein grundsätzliches Bekenntnis zur Schmerzausschaltung bzw. Betäubung, das wurde alles wieder relativiert. Ja? Das heißt, man darf die Ferkel nach wie vor ohne Betäubung kastrieren. Finde ich echt super. So, ebenso kritisieren möchte ich, dass wir es nicht geschafft haben, die Tierhalteverordnung durchzudiskutieren. Das finde ich wirklich schade, weil es gibt von diversen Fraktionen wirklich gute Ansätze, die man einfach mitnehmen könnte. Alles in allem, ich persönlich stimme dem nicht zu. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Natürlich muss man alles immer als rundes Gesamtes sehen. Ich als Tierschutzsprecher werde meine Stimme den Tieren geben. Ich weiß, wir haben auch in unserer Fraktion einige, die den Stimmen den Bauern geben. Das ist legitim. Wir haben Gott sei Dank keinen Clubzwang. Das heißt, bei uns kann jeder abstimmen, wie er will. Meine Stimme gehört den Tieren. Ich weiß, der Leo Steinbichl hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Der wird hier argumentieren. Wie sich die anderen entscheiden, wird sich weisen. Aber ich werde als Tierschutzsprecher weiterhin meine Stimme den Tieren geben. Und weil der Kollege Loacker aufsteht, ich frage mich, warum du überhaupt Tierschutzsprecher bist. Deine Aussagen im Ausschuss sind ein Wahnsinn. Sei bitte Wirtschaftssprecher, weil mit Tieren hast du gar nichts zu tun, aber du wirst es gleich selber beweisen. Dankeschön.